Hallo und herzlich willkommen zum neuen Thema. Heute soll es um das Thema Azubi-Bindung gehen, und zwar von dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung bis zum wirklichen Ausbildungsbeginn. Viele Ausbildungsleiter, Ausbilder kommen auf mich zu und sagen: Frau Schmitz, wir haben viele Vertragslösungen bis hin zu, dass sie gar nicht erscheinen, häufig auch etwas kurzfristiger. Wir sind immer total froh, wenn wir dann vor Weihnachten die meisten haben, aber dann doch müssen wir immer wieder nachbesetzen. Ich glaube, vielen geht es so, und deswegen halt ja auch die Frage: Was kann ich dagegen tun? Ich persönlich finde, man muss diesen Bewerbungsprozess als eine Art von Beziehungsaufbau sehen. Und dann wird eigentlich klar, was man machen muss. Nämlich, wenn ich im September, Oktober, November, sagen wir es mal so, viele meiner potenziellen Azubis gefunden habe, dann muss ich was tun in der Zwischenzeit. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich sie bei der Stange halten? Häufig ist es ja auch so, und das kann man den jungen Menschen ja überhaupt gar nicht vorwerfen, dass sie vielleicht noch auf andere Ideen kommen. Das heißt, dass sie zum Beispiel von ihren Schulkollegen mitbekommen: Ah, da gibt es noch irgendwie, die suchen nach Azubis, oder ach, das ist ja eine interessante Firma, wusste ich gar nicht, dass die machen. Vielleicht auch ein anderer Ausbildungsberuf, vielleicht hat man sich auch frühzeitig beworben, weil die Eltern gesagt haben: Mach mal, und Angst hatte, dass man nichts bekommt. Und jetzt, wo man sicher ist, dass man einen hat, kann man sich ja trotzdem noch mal ein bisschen umgucken. Das machen ja auch viele im normalen Bewerbungsprozess. Also alle anderen Mitarbeiter machen das ja auch und haben nicht nur ein Eisen im Feuer. Häufig kann es natürlich aber auch passieren, dass sich nochmal Dinge in der Zeit ergeben. Also das heißt, dass die Eltern vielleicht nochmal einen besonderen Einfluss haben, oder dass man doch auf die Idee kommt, noch zu studieren. Also der Zeitraum ist ja teilweise von einem Dreivierteljahr doch noch sehr, sehr lang. Und also da können Sie sich ja selbst mal fragen, was in so einem Dreivierteljahr in einem Leben passiert. Kann man denen ja kaum vorwerfen, dass sie sich teilweise vielleicht dann auch nochmal umentscheiden. Das vielleicht häufiger heutzutage als noch früher. Aber darüber wollen wir heute mal nicht sprechen, sondern eher ja die Frage ganz klar: Was kann ich denn tun, um sie dann bei der Stange zu halten? Wenn ich das jetzt so sehe, dass das Beziehungsarbeit ist, dann bedeutet das vollkommen klar: Ich muss die Anzahl der Kontakte, also die Quantität, erhöhen, und ich muss auch die Qualität erhöhen. Das kann man ganz einfach machen, indem man, sag ich mal, zum Geburtstag, wenn man das ja schon weiß, wann die Geburtstag haben, eine Geburtstagskarte schickt. Eine persönlich geschriebene, handgeschriebene Karte. Das kriegen die ja heutzutage immer weniger. Sie haben garantiert auch Feste, das heißt Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste. Laden Sie die doch dazu ein. Sie gehen auf Messen, ob es jetzt Berufsfindungsmessen sind, Berufsorientierungsmessen, oder ob es ganz normale Messen sind, wo Sie Ihre Produkte vorstellen. Laden Sie die doch dazu ein, und laden Sie die dazu ein, an den Stand zu kommen. Nehmen Sie sich auch Zeit für sie, unterhalten Sie sich ein bisschen, geben Sie vielleicht auch noch mal irgendwie Getränk aus und sowas. Lernen Sie die Eltern dann auch vor Ort kennen. Also nutzen Sie diese eigentlichen einfachen, günstigen Möglichkeiten, sie darüber zu informieren. Man kann dann noch ein paar Schritte weitergehen, zum Beispiel, dass man die Eltern dazu bringt, auch sich mal mit dem Thema, mit dem Unternehmen zu befassen. Es gibt so eine sogenannte Bring Your Parents Days. Das heißt, dass man eine Veranstaltung 2 Monate vor Ausbildungsbeginn macht, wo man die Eltern ganz explizit einlädt und ihnen dann halt die Möglichkeit gibt, auch das Unternehmen kennenzulernen, Unternehmensführung zu machen und so weiter und so fort. Vielleicht auch mal den Geschäftsführer sprechen lassen, wenn es möglich ist. Oder vielleicht irgendwas Besonderes zu machen. Das muss ja gar nicht einen ganzen Tag gehen, sondern das kann halt irgendwie 2, 3 Stunden am Abend oder sowas sein. Vielleicht auch an einem Samstag, wo die Eltern Zeit haben. Denn A, die Eltern interessieren sich dafür. Und zweitens ist das unsere sekundäre Zielgruppe, denn die müssen wir auch überzeugen. Wir müssen sie überzeugen, dass das ein guter Ausbildungsbetrieb ist. Und sollten die überzeugt sein, dann wird der junge Mensch, der dann vielleicht bei Ihnen anfängt, eher weniger damit hadern, den Vertrag aufzulösen, wenn die Eltern überzeugt sind. Also auch ein weiterer Punkt. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel: Sie geben Kleidung aus, also Berufskleidung. Da fragen Sie vielleicht vorher ab, welche Größe hast du denn und so weiter. Lassen Sie denen das nicht einfach nur abholen, sondern verbinden Sie das einfach damit, dass Sie die Azubis sich dann, die neuen Azubis, sich schon mal untereinander kennenlernen. Also das heißt, Sie bekommen einmal Ihre Klamotten und gehen Sie vielleicht danach nochmal mit denen zusammen Mittagessen. So, ne? Nutzen Sie Ihre aktuellen Azubis auch, um sich mit den Azubis halt, mit den neuen Azubis bekannt zu machen, indem Sie sogenannte Patenschaften schon vorher beginnen. Vielleicht eine kleine WhatsApp-Gruppe. Müssen Sie überlegen, ob Sie das machen wollen. Ne? Aber da fällt Ihnen sicherlich was ein, bis hin zu, dass man natürlich auch noch Geld investieren kann und sagt: Okay, man
macht ein Budget von 200 Euro und da gehen die mal zusammen einfach Burger essen. Nur die Azubis, da sind nicht sie dabei, sondern nur die Azubis mit den neuen Azubis, die dann halt im Sommer starten. Das bringt halt eine größere Vertrauensbasis, vielleicht auch die Möglichkeit, noch mal ein paar andere Fragen zu stellen, auch mal ein paar kritischere Fragen, auch rauszufinden, warum fängt er denn da an oder nicht. Auch noch mal als Anfänger des im Berufsleben noch mal so abzuchecken, wie ticken denn die anderen, die dort auch schon arbeiten? Also weil das auch häufig ein großer Punkt ist, so kann ich mich mit denen identifizieren. Und wenn ich dort dann so verschiedene persönliche Kontakte habe, bevor ich schon angefangen habe, dann ja, habe ich zum einen auch ein besseres Verständnis davon, was mich erwartet. Aber mir fällt es natürlich auch umso schwerer, dann irgendwie zu sagen, na ja, ich fange jetzt woanders an. Nur weil die vielleicht ein gutes Produkt haben oder weil da mein Kumpel hingeht oder sowas. Ne? Also, denn die Erfahrung zeigt eigentlich, dass diese Vertragslösungen nicht unbedingt dadurch entstehen, dass das was vorgefallen ist in dem Sinne. Oder dass das andere Angebot unbedingt besser war, sondern dass es meistens eine Bauchentscheidung ist. Weil die haben ja kaum, sage ich mal, Daten, Informationen, worauf sie sich da berufen können, um dann sich für oder dagegen zu entscheiden. Sondern häufig ist es einfach dann so ein Bauchgefühl. Und die persönliche Bindung bringt da einfach mehr, als wenn ich dann einfach vielleicht auch nur ein nettes Bewerbungsgespräch habe, was halt schon 3, 4, 5, 6 Monate her ist. Da kann ich mich teilweise gar nicht mehr dran erinnern. Vielleicht wusste ich, das war nett, aber so dieses Gefühl ist halt weg. So, ne? Genau, also nutzen Sie die verschiedenen Kontakte, die Sie schon haben und Sie können natürlich, wie gesagt, auch da mehr investieren. Was ich auch mal ganz nett finde, ist, ein paar Wochen vor, also vielleicht 4 Wochen vor Ausbildungsbeginn, so ein kleines Starter-Kit schon zuzuschicken, eine kleine Bewerbungsmappe, wo noch mal ein paar Informationen drin sind, vielleicht auch Informationen, die die dann halt schon unterschreiben müssen, damit sie sich dann auch zu Beginn, vielleicht am ersten Einführungstag, nicht mit so vielen rechtlichen, anstrengenden Sachen beschäftigen müssen, dass sie auch schon eine kleine Info verschicken, was überhaupt sie erwartet, weil die jungen Menschen sind dann doch häufig auch vorher sehr aufgeregt und dann kann man denen so ein bisschen die Angst auch nehmen und auch schon Informationen geben. Ob sie sich das immer alles im Detail durchlesen, ist was anderes, aber da zählt natürlich auch wie bei der Geburtstagskarte auch die Geste. Ja, ich hoffe, das sind ein paar Inspirationen gewesen, die Sie nutzen können, um ja einfach da den einen oder anderen dann doch bei sich zu behalten. Und wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie mich gerne immer anschreiben und anrufen. Bin gespannt, was Sie davon umsetzen können und ob es sich verbessert. Und ja, viel Erfolg dabei. Machen Sie es gut und bis bald.